Hallo miteinander zu einer weiteren Folge Bioshock Infinite. Wir sind da ja letztes Mal stehen geblieben auf dem Weg nach Monument Island. Mal schauen, wo wir da eigentlich her müssen. Ja, da aber müssen wir sehr wahrscheinlich nicht. Oder doch? Nein, müssen wir nicht. Wir dürfen da nichts vergessen. Und dann um jetzt da. Ah, da ist ein Steiger. Relativ dunkles Setting da, aber da haben wir wieder einmal einen Verkaufsautomat. Ja, was bräuchte ich denn überhaupt? Salz ist voll, oder fast voll. Gesundheit ist, ich glaube, auch fast voll, aber brauchen wir nichts. Munition habe ich eigentlich auch noch. Genug, brauchen wir nichts. Kommen Sie wieder, wenn Sie über Barschaft verfügen, mein Freund. Ja, ich verfüge über Barschaft. Das ist aber nichts, was ich haben will. Ja, da wieder die Hilfe, die kann ich mir natürlich immer noch nicht leisten, weil das doch relativ teuer ist. Dann habe ich da mal auf das eine hätte, vielleicht die Hälfte vom Geld. Das noch. Maschinengewehr-Munition, das habe ich aber schon voll. Da noch schauen, ob da noch irgendwo was ist, bevor wir weitergehen. Und so eine Limonade zum Salzvorrat noch ganz füllen. Und dann gehen wir doch da gerade mal weiter da. Seht Monument Island. Also wir kommen bereits zu einem neuen Bereich rein. Monument Tower. Mal schauen, ob wir jetzt den Elizabeth finden. Und wieder eine Trophäe verdient haben wir uns auch. So, wir sind jetzt also auf Monument Island. Da ist es. Monument Island. Ja, man kann tatsächlich auch wieder retour gehen zwischen den einzelnen Bereichen. Möchte bloß wissen, wieso man sich hier entsperrt. Aha. Da wollen sie es scheinbar nicht haben. Aber ich denke, wir finden da schon einen Weg rein. Auch noch irgendwas. Ja gut, Schuss fürs Maschinengewehr wieder. Besser muss der auch nicht mehr. Da unten dran noch irgendwas. Nein, jetzt nichts. Achtung, ich lade. Ja gut, das ist auf dem Schild von der anderen Seite. Der Spross des Propheten wird den Thron besteigen und die weltlichen Gebirge in Flammen hüllen. Ah, da steht das drauf. Okay. Dann betreten wir wohl einmal das Gebäude da. Da liegt wieder ein Haufen Geld am Boden. Nehmen wir natürlich. Da blinkt auch noch was im Schrank. Ein Voxophon. Losen wir doch das gerade mal ab. Ich schätze, selbst in einer gesicherten Abteilung brauchen die weißen Jungs einen, der die Böden schrubbt. Diese ganzen Politiker und Wissenschaftler achten nicht darauf, was sie in meiner Gegenwart sagen, weil ich ja nur ein dummer Farbiger bin. Aber ich merke, dass sie eine Höllenangst haben vor dem Ding, das sie da oben eingesperrt haben. Ja, sie haben einen Tiger am Schwanz gepackt und jetzt wissen sie nicht, ob sie ihn festhalten sollen oder weglaufen. Okay, das ist jetzt also mal eine Stimme von einer Schwarzen gewesen.
Oder komme ich da rauf? Nein, komme ich nicht da rauf. Beste Aussicht in ganz Columbia. Aber da zu dem Fenster sieht man mal nicht allzu viel raus. Da müssen wieder mal geputzt werden. Und da sehe ich wahrscheinlich dasselbe. Ja. Dinge mal ein Reinigungsteam vorbeischicken. Columbia Science, okay. Da funktioniert glaube ich nicht mehr so alles wie es sollte. Silver Eagle. Was ist das? Testsubjekt Morphologie 1. 5, 11, 17. Okay. ...72 Stunden Quarantäne. Dann wackeln sie den Teppich halb ab. Leer. Nichts, gut. Okay. Hebel. Wozu die wohl gut sind? Okay. Jetzt genau. Check's irgendwie nicht ganz. Mal da. Direkt einmal. Menar. Bis. Level tätig wird wieder. Oder, no? Hm. Keine Ahnung. Ich würde sagen, wir gehen trotzdem mal da in eine Nummer. Kabel. Das Salz ist eigentlich schon voll. Brauche ich eigentlich nicht mehr. Ah, das ist halt die andere Seite. Dann gehen wir mal da vorne die Türen rein, würde ich sagen. Da ist es sonst nicht mehr. Wo muss ich hin? Ah, dort führen. Das heißt, wir schauen da. Alle Räume rein. Projektor benutzen. Ah, das ist jetzt wohl die Elisabeth, wo wir ja da finden müssen. Auf 10. April 1912. Eigentlich Schatten wieder vorne durchlaufen. Nein. Sie malt der Eiffelturm. Oh, Paris, Paris. Bonjour. ...9. Juli... ...1911, das ist ja viel her. Sie singt. Ja, sie singt. Und jetzt tanzt sie. Also, künstlerisch sehr begabt, so wie es aussieht. Malen, singen, tanzen. Und jetzt ist das Video fertig. Die Fenster müssen alle mal geputzt werden. Das sind zwar abdunkelt, aber putzen einmal die Fenster. Geld. Jetzt nehmen wir Salzbrunnen. Da liegt es nicht mehr.
für das Radio. Okay. Gefüttert worden auch. Die beobachten sie. Jawohl. Gut erkannt. Ah, sind wir jetzt drinnen gesehen? Ich würde sagen, dann kommen wir da noch rein. Wieder das Schild. Und das Voxophon. Spiel ihm doch gerade mal ab. Mr. Thompson, Sir, ich habe wie verlangt die gesamten Batteriesicherungen ausgetauscht und die Lichter funktionierten alle letzte Nacht. Letzte Nacht? Jetzt geht's wieder los. Wir verbraten in letzter Zeit kartonweise Sicherungen nur für den Zippern allein. Ich kann was machen die mit ihr? Da passiert irgendwas, was? Ah! Okay. Ja, also Salz. Ich denke wieder mal so typisch, noch findet man es ohne Ende und nachher bräuchte man es dann immer. Wenn ich vermute. Dann halt da mal weiter. Also die erste Umrechnung möchte ich auch. Jetzt auch nochmal das Voxophon. Das Zeug macht dann relativ Krach. Ich gehe nochmal jetzt dahinter, um das Voxophon abspielen. Sich seine Zukunft vorzustellen ist eine Sache. Sie zu sehen ist eine andere. Denn ich habe die Saat des Feuers gesehen, die das Sodom unter uns auf das Kommen des Herrn vorbereiten wird. Aber Elizabeth wird diese Saat aussehen, nicht ich. Ich werde fallen, bevor die Aufgabe erfüllt ist. Doch sie wird meine Rolle übernehmen. Der Herr ruft mich zu sich. Ich spüre seine Liebe in jedem meiner Tumoren. Denn sie sind das Schiff, das mich in seinen Hafen bringen wird. Und ich trete freudig ab, da ich weiß, dass Elizabeth meinen Platz auf Erden einnimmt. Doch der falsche Hirte kommt und führt meine Herde auf Abwege. Ich besteige das Schiff erst, wenn sie sicher ist vor seinen Täuschungen. Okay, ja. Was sind die mit ihrer vor? Was sind das für Dinge da wieder? Komische Maschine. Aha, 168 Stunden Quarantäne. Oh, das ist wieder ein Lift. Ja. Haben wir Lift? Und wir haben einen Hebel. Testsubjekt Beobachtung. Hebel betätigen. Ach so. Das ist etwas mit Sala. Well done, the sample phrase has been dig. Ah, okay. Scheinbar das Zahlenspiel. Und da der Musikraum, wo wir vorher auf dem Video gesehen haben. Tanzen und Singen war. Testsubjekt Tracker aktivieren. Umkleideraum, da müssen wir hin. Ah, okay, sie ist momentan im Umkleideraum. Und wer findet die? Einfach mal da weiter für die Laufen. Ah, Sicherheitsschleuse. Ja, dann würde ich sagen, an dieser Stelle machen wir jetzt hier gerade mal einen Cut. Sehr wahrscheinlich ist da dahinter
Ja, da wird sie dahinter sein, so wie es aussieht. Auf jeden Fall, dann sehen wir nachher zum ersten Mal im Spiel Elisabeth, um die, was ja da eigentlich geht, wegen der wir jetzt da den Weg daher gemacht haben. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, tschüss!